Nuri mit Buri» loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo, wunderbar, dass du dich dazu geklickt hast. Schön bis mit dabei. Von der Musik können wir ja alle nie genug haben, oder? Drum, seine Stimme kennt man spätestens seit dem Mai 2022 in der ganzen Schweiz, inklusive Europa. Er hat nämlich unser Land am Eurovision Song Contest 2022 in Turin vertreten. Und ich danke vielmals für, für das Psycho. Ein Hallo Gott <laughs> an Singer und Songwriter den Marius Bär. Hallo! Grüezi miteinander, Ciao Hallo, schön, bist da. Du, du, jetzt hast du dich da können anmelden für das Interview oder von der Zeit her schon aussuchen und dann wählst du am Morgen am 10. Uhr. Und dann habe ich also gedacht, hey Künstler, Musiker, die sind doch <laughs> Nachtaktiv. Wieso würdest du am Morgen kommen? Du bist im Fall einer von Einzigen, von allen Gästen bis jetzt. Hey, ehrlich, ähm, ich probiere immer, ein Morgenmensch zu bleiben. Also eben früher nicht. ja amol in Job gehabt bevor ich <laughs> oder einen anderen Job gehabt bevor ich Musik gesehen und dann um 6 Uhr aufstehen jetzt ist es halt amol 9 geworden und ähm aber probiere schon eigentlich den Tag schon um die 8 Uhr nicht starten und drum ist zehn eigentlich perfekt sit zum anfangen weil dann noch ein langer Tag, noch viel los drum äh... ja wie sagt man die die frühe Maus Vogel. nein oh. der frühe Vogel halt Es gibt ein Sprichwort, I don't know. Ja, du bist wahrscheinlich am Abend auf der Bühne gell? und am Tag äh, tust du alle Interviews platzieren, so sieht es wahrscheinlich aus. Genau, das ist halt eben... als Musiker schafft man viel. <laughs> Du kommst von der Ostschweiz angereist und bist mit dem Auto gekommen. Also Mit welcher Energieform bist denn du unterwegs? Bist du ein Benziner, ein Diesel oder ein E-Mobile? Hey, ja, das Beste von allem. Und ich glaube, es ist auch sehr eine sehr ökologische Art, wenn ich mit meinem Auto fahre. Ich habe einen äh, VW T6, das ist so ein Hippiebus, so ein Buschen. Und Mit dem fahre ich die ganze Schweiz. Und wenn ich dann nicht mehr mag, dann ich das Dach auf und dann schlafe ich unter dem Dach. Oh, wie praktisch! Ja, wie nice. <laughs> Mit dem bist du heute da. Jetzt du, also du bist ursprünglich, also eigentlich immer noch, du bist ein -Inner Rödler und äh, bist jetzt aber in St. Gallen diehei. Also warum ist dort mehr Action in der Stadt? Hey, eigentlich der Hauptgrund ist, wo das ganze Corona-Thema angefangen hat, habe ich noch in aus London gewohnt, ich habe zwei aus London gewohnt und bei dann ist dort alles zu gegangen, Studios und hast nicht mehr also arbeiten. Und dann bin ich gedacht, ich okay, weißt du, ich gehe zurück in die Ostschweiz. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin auf St. Gallen. Ich sagen, auch ich von der Family, dass wir irgendwo sind, wo gleich etwas läuft. Und auf dem Land ist ja schön. Mhm. Vor allem in diesen Zeiten, war es, es schön, gewesen, dass man auf dem Land wohnt oder? und wirklich meine Songwriting-Sessions machen, wenn sie einfach wie Zoom gemacht ja und darum ist mir auf St. Gallen verschwunden Wir St. Gallen hä genau <laughs> jetzt holen wir aber noch schnell aus also warum wir dich alle kennen also eigentlich deine Daten sind ja der 12. und der 14. Mai 2022. Dort äh, sind deine grossen Auftritte am Eurovision Song Contest also zuerst das Halbfinale und nachher das Finale also wenn du jetzt so mit ein paar Monaten später zurückschaust, welcher Auftritt also wo hat dein Herz am meisten also, mehr pocht? also Ich glaube, dort, wo es am meisten gepocht hat, ist beim Halbfinal. Ja. Da musst du vorstellen, da hat es das erste Mal wirklich ernst geholfen. ja Ich habe Song ein halbes Jahr lang geübt und immer wieder. Wir haben ihn in dieser Halle dort in Turin, bevor das die erste Live-Ausstrahlung kam, haben wir den viermal von diesen 20'000 Leuten in diesem Stadion performt. Und da war es schon immer so ein fokussiere fokussiere fokussieren, fokussieren, fokussieren Aber das Halbfinale war das erste Mal, wo du gewusst hast, okay, wenn ich es jetzt verkacke, dann sehen alle. <laughs> aha, aha. Und dann hast du es geschafft ins Finale und hast am Schluss den 17. Rang geholt für die Schweiz. Und du bist ja sehr gut bewertet worden von den Profis, oder? Aber vom Telefon, so. Also, was ist jetzt dir als Künstler wichtiger? Also wenn dich äh, Fachjury super notiert, würde ich würd jetzt mal sagen, das sagt mehr aus für dich selbst, oder wie siehst du das? Hey, ehrlich, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr nahe am Publikum ist und darum hat mir das mit den Nullpunkten beim Publikum schon chli mhm. Im ersten Moment, aber ich habe dann nachher, äh, ich hab dann noch mal dahinter und hab die Zahlen angeschaut. Und das Ding ist eben so, es ist ja nicht, dass niemand gewotet hat. Mhm. Bei mir. Es ist einfach, es ist dann ein ganzes, ein ganzes komplexes Voting-System. Und du hast eine gewisse Anzahl Punkte und die Punkte werden dann verteilt. Und dadurch, dass in den meisten Ländern halt, es noch nie für ein Land so viel Publikumsvote ausgegeben worden wie dieses Jahr mhm. für die Ukraine. Darum hat es wirklich keine Punkte mehr gegeben wenn es ein paar schön oder Also, weißt du, mm -hmm. wenn ein gewisser Anteil das gut gefunden hat? Also, mir hat das auch getan Ich <laughs> habe hier natürlich mitgeführt. Du hast das so hin und vorne nicht verstanden. Und jetzt ist es ja so, wenn du ein Landgast vertreten mit deiner Musik, oder? fahren einem so ein großen Event und auch nachher. da wollen alle etwas von einem. Alle Medien, Interviews und so. Vom Morgen bis am Abend ist das nie zu viel geworden. Hey, ähm. Manchmal ist es schon ein Moment, wo du denkst, okay, «Wow, jetzt ist jetzt es is too much Aber eben schlussendlich habe ähm, ich hab mich entschieden für den Weg, weil ich etwas wagen wollte. Mir war wichtig, okay, jetzt in, dem, in dieser Corona-Zeit, äh, jetzt, jetzt möchte ich mit einer guten Energie als Live-Musiker, als, als richtigen Musiker aus dieser, aus dieser Krise rauskommen und sagen: hey, schau, das immer wieder, wir haben uns nicht. Unterkriegen lassen. Und, äh, und dann machst du auch alles dafür. Oder? Dann, 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 dann bist du einfach durch, gerinn aber noch durch, und auch, wenn die Leute auf den Sack gehen. <laughs> ähm, aber ich bin schlussendlich, ich bin ein Mensch, ich sag, ich, bin, ich bin ein sozialer Einzelgänger. Mhm. Ich bin sehr so, ein, ein Lonely Wolf, aber ich liebe Menschen. Darum gibt es viele Menschen gibt's bei mir fast nicht. Und wenn es dann zu viel hat, dann verpisse ich mich einfach. So einfach ist es. Aber der, der Eurovision Song Contest, der wird einem ja immer so ein zeigen, ja, we are a happy family, oder alle miteinander und so, gute Stimmung und so. Ist das wirklich so? Weil es ist ja gleich auch ein Konkurrenzkampf ein bisschen da. Hey, ich habe auch nicht viel Konkurrenzkampf gespielt. Voll nicht, ist es wirklich Nein, so? Nein, es ist wirklich, es ist einfach ein, es ist ein Vibe, du musst dir den ESC vorstellen. Es ist, es, es ist einzigartig auf dieser Welt, hätte ich gesagt. Es hat, ein bisschen, es hat so fast ein bisschen Sektenvibes, hätte ich das Gefühl. Okay. Oder ich weiß auch nicht, oder, oder was sagt man? So einen, äh, einen Wallfahrtsort zum Beispiel. Bist du bist mal zu okay. Lourdes, das ist so ein, so ein <laughs> Wallfahrtsort, wo ja. alle einmal mit ihnen gehen und dann bist du in Community miteinander. Und dann ist es sehr. Es, es gibt Leute, die seit 20 Jahren an der ESC oder mhm. Es geht nicht um Künstler, es geht, es geht um, um um Gruppen. Oder? Und das ist eigentlich, das ist eigentlich etwas super Schönes. Es ist mhm. etwas, etwas super Schönes. Und du bist wirklich in diese Strassen herumgelaufen und hey, die Leute haben dich fast aufgefressen. Mhm. Die haben die Namen nicht gewusst, aber sie haben gewusst, der ist bei mir ESC. Puff. Oh, und dann sind sie da gewesen, und dann hast du mit täglicher Technik und so einer Brille es du bist kein Meter weitergekommen. Und schlussendlich finde ich es etwas mega schönes, dass so eine Begeisterung kann entstehen für Musik. Da sieht man normalerweise nur im Fußball, weißt? Also du? es ist irgendwie kein Fan. es ist nicht ein Fan sein, sondern es ist ein, ein Glaube an, an den, den kreativen Ort. Irgendwie. Mm. Und das finde mm -hmm. ich irgendwie schön. Irgendwie hat es etwas ganz Spezielles. Also, trotz allem eine super Plattform für einen Künstler, oder? Ja, ich finde vor allem in der jetzigen Zeit, in der wir uns überall befinden, ob es jetzt in der Musik oder in der Wirtschaft ist, es ist ein kreativer Freiraum. Also, du kannst einfach machen, was du willst. Mm -hmm. Es gibt eigentlich totale Narrenfreiheit. Darum denke ich dann auch das nächste Mal, wenn ich in ein gegangen gehe, dann, gehe ich, dann mache ich irgendein verdammt hoher Kunstprojekt. Da gang ich auch als Bananenwolf oder Bananenwolf oder, oder die von Serbien die hat einfach irgendetwas abgeschwätzt und hat ihre Hände gewaschen und ist auf der Platz 5 gekommen. <laughs> weißt du nicht, mehr? Ist so, es ist ähm, es ist eigentlich sehr ein kreativer Space wo, wo, wo die Möglichkeit gibt um alles zu machen in der doch sehr durchdachteten und kapitalisierten Welt wo man sich heutzutage befindet sich ein bisschen ausleben, hey? künstlerisch. Total zu ausleben. Aber du, du hast vorher gesagt, eben, alle haben dich erkannt. Und so. Wie ist es heute? Also, wenn jetzt du in der Schweiz hat man ja relativ noch Ruhe oder? als öffentliche Person im Vergleich zu anderen Ländern. Aber wenn jetzt du draußen rumlaufst, wirst du noch jemanden angehauen? Ja, schon ab und zu. Meistens ist halt einfach, der Schweiz ist dann, ist dann super sweet. Dann laufst du irgendwo durch und dann kriegst du hinten dran: Das war mein Hey, Das war mein <laughs> hey, kannst du den? den hast du schon gesagt. <laughs> und dann ab und zu kommt schon jemand zu mir und will ein Viertel haben. Aber, aber meistens ist es so. Küsse. Oder hey, Marius, gehörst einfach so. Uh -huh. Und das ist ja eigentlich noch so weiter, finde ich, Herzig. Uh -huh. und und, und äh, aber eben, ich bin generell ein Typ, äh, es geht mir nicht auf die Sache. Es ist ja etwas, das ja meine Arbeit ehrt und würdigt. Und, es ist ja mega schmeichelnd. Jetzt bist ja du ja eher mit dem ruhigen Song an ESC gegangen, oder mit Boys Do Cry? Äh, ja, also jetzt im Nachhinein eine gute Wahl hey, glaub, Ich glaube, wir müssen nicht anders machen. Es ist, ähm, ich meine schlussendlich, man hätte den Song nicht einfach so gewählt. Mhm. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Das ist wirklich es war eine ganze Strategie dahinter. Und du dir vorstellen, mir war wichtig, dass ich den ESC immer mitbefolgt habe und geschaut was was gekommen ist. Und ich dachte okay, wie kann ich mich durchschlagen in dieser superfarbigen Fühlwerk. Äh, auch puffige <laughs> puffige puffigen ESC-Welt. Und dann dachte ich, ja, am, besten, eben, am besten, indem ich das Gegenteil mache. Am besten, dem ich nicht viel weg und tanze. Weil ich bin, muss ich mir mal sagen, ich bin kein Tänzer. Es ist das, was ich fühle. Und dort da, total viel Blut auf dieser Bühne zu Und im Leben schon ganz allein. Und einfach meine Stimme rauszuholen. Und äh, darum habe ich es so gemacht. Und darum habe ich so einen ruhigen Song gewählt. Weil es einfach zu mir passt und weil ich bin. Und die Message war tief. Gewesen. Und die Message ist auch für die Zeit ist, ist, glaube ich, ich glaube sehr so wichtig. Ich glaube, wir sind noch etwas zu früh mit dieser Message. Ich glaube, die Message die kommt jetzt in, die wird in einem Jahr, zwei, wird das aktuell sein. Äh, vor allem nach, nach, nach dieser ganzen Phase, nach dem ESC. Auch wenn man jetzt sieht, dass so, sich, wo das sich jetzt die Gesellschaft bewegt. Mhm. Äh, wie eben Mental Health ist das ist etwas, das wird immer mehr kommen. Und, ähm, und, eben, und über, über seine Gefühlschwätze und schlussendlich auch Simas und all das. Aber ich, also, um zurück zu der, <laughs> zu der Song ähm, Ich habe mich für den Song entschieden, weil es einfach, weil es einfach ich bin. Mhm. Mm -hmm. Hast du so Kommentare und so? Also, da wird ja ein Song brutal auseinandergenommen im Vorfeld, oder? Von diesen Vocal-Coaches und alles. Hast du so Zeug geschaut oder gelesen? Oder hast du gefunden, weißt du, ich gehe jetzt ohne, dass ich mich beeinflussen ich an diesen Auftritt? Hin? Logisch, man lässt es immer. Aber eben, das ist, wenn man an so einer grossen Community ausgesetzt ist, dann gibt es immer so Sachen. Da ist man bis zu nie. Ich, ich bin so ein Mensch, ich habe fast keine... Mir liebe eigentlich jeden. Das ist noch das Lustige daran. Wir, ich kenne jedes Publikum von, von 12-Jährigen bis, bis 80 oder? Das ist so ein breite Ding. Und, und es hat ab und zu etwas gegeben, es einfach nicht passt. Da denke ich, dachte, ey, ich schlafe, jetzt das Gesicht. Und, weiß nicht was. und das ist schon etwas, das du, du probierst, es nicht persönlich zu nehmen. Oder? Mhm. Das, das ist wichtig, zu eine härte Schale haben und zu sagen: ja, hey, Fokus, Fokus, Fokus. Oder? Weil, weil man hat noch nie etwas Neues erfunden ohne Kritiken mhm, das, das ist noch nie passiert macht einem auch stärker wo du schlechte erfunden hast hat auch ein paar gesagt das ist ein Hexenzauber oder <laughs> was. aber es ist etwas wo, wo man dann auch lernt damit umzugehen aber zum Beispiel, ich weiß noch ja zum Beispiel eine Situation da bin ich mega verklopft. da bin ich fast ich habe, wo, der, wo der Krieg angefangen hat habe ich ein Foto Postet die nächste Woche. Das sind äh, zwei, zwei Leute, ein Mann und eine Frau. Der Mann hatte eine russische Flagge unter um der Rücken und die Frau hatte eine ukrainische Flagge. Und die haben an geküsst. Mhm. Von der Bühne, von der Musikbühne. Und ähm, und, dann, und der Tag darunter war «Love not war». Mhm. Und dann... Eine Woche, zwei später «Alles Gute» die «Alles Weisse» und dann, ich glaube, zwei, drei Wochen später, plötzlich schreibt jemand, hey, der Marius ist Supporter dieser russischen Nazis und bla, bla, bla. Und plötzlich ist es losgegangen. Ein riesiger Shitstorm «Reposte, was ich für Opinions habe auf dem Krieg und so. Und ich so, guys, das ist eine klare Aussage, oder? Weißt du? Love, mm -hmm. not war. Und zwei Leute, die sich küssen mit den, mit den gegenseitigen Flaggen ist so, okay. Also noch neutraler als der Schweizer kannst du nicht über überbringen. Weißt du, Ja, aber macht oder? das auch Angst oder so etwas? Wenn du so etwas Das verlängst. ist einfach. Nein, darum denke ich immer so in heutigen. Ja, aber darum, jetzt kommen wir zurück auf das Thema, das vorhin diskutiert ja, mit, haben, wir mit, mit, habe, Spannend, haben. Mit dieser Cancel culture die wir uns heutzutage befinden. Ich habe mich jetzt so weit entwickelt, dass jeder wo mir irgendetwas cancelt, dem gebe ich alles auf die Also nicht, nicht physisch, aber das <laughs> ist einfach zusammen. Das ist mir zu blöd. Mhm. Ich lasse mich da nicht mehr. Ich finde das so dumm. Auch, auch von meinen Musikern verlangen, dass eine politische Meinung raus Prelaken über links oder rechts ist. Das ist total falsch. Das ist total falsch. Also, ist total falsch. Äh. Wieso? Ons Umfeld is in moment äh, hypersensibel, es, isch, es isch, alles. Het es, es is een verdammt mineveld. En mm -hmm. je kan niet Vroeger kon me zeggen, hey schau, guys, ik ben mitte. Mm -hmm. Ik verstande de mening van de rechter, ik verstand de mening van de linker. Kunnen we ons bitte vertragen? De Welt is een Diskussion. en met Diskussionen brengt men een Lösung zustande. stand. En die jetzige politiek is einfach. Opinion, 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 Meinung, Meinung, Meinung. Und der Haufen, der grössere Meinungen hat, das hat das gewonnen. Und das ist jetzt die, die, die öffentliche Meinung, oder? Mhm. Und das ist so etwas, wo, wo geht wirklich die Welt von dünn. man wirklich. Also man, man, Wenn man kein Verständnis mehr hat gegen das Gegenüber, wenn man, nicht mehr, wenn man kein Verständnis mehr hat für die Bauern, wenn man kein Verständnis mehr hat für. Die Wirtschaft für den Umweltschutz. Und schlussendlich sind wir ja alle eins und es ist ein Spiel zwischen Diskussionen und Meinungen austauschen, aber mhm. nicht einander abzuhauen. Mhm. Es versuchen sich alle gegenseitig von ihrer Einstellung hey, zu überzeugen. Genau. Und es ist anstrengend Und es wird alle... nicht akzeptiert, dass jeder eine andere Meinung hat. Verstehst? Mhm. 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 Wenn mein, mein 60-jähriger Peppel ein mehr rechts eingestellt ist. Dann, dann wird das nicht akzeptiert, sondern wird dann wird probiert, noch irgendetwas Neues beizubringen, was nicht nötig ist. Mhm. Hoffen wir auf besser <laughs> ins gell? Ja, ja. ja. <laughs> Aber Marius, wir versuchen noch mal auf die Musik zurückzukommen. Also, weißt du, was genau. mir am Fall gerade am Anfang eingefallen ist? Also ich bin ein paar Jahre älter als du. Mhm. Und dann bist du mit deinem Song, gekommen, Boys Do Cry, Und dann ist mir gerade. Hey, es gibt doch etwas Verwandtes, wo ähnlich heißt. kam mir ein Song Boys Don't Cry. Also das ist früher noch die alte Zeit, Boys Don't Cry, oder? Man muss mhm. cool sein. Von «The Cure ist das gsi von 1979, glaube ich. kennst du den Song? Ja ja logisch. Nein nein nein. Findest du gut? Hey, ich finde es ein super Song. Ich eben auch, ja. Aber ist lustig, wo man also das ist der Titel des Album, wo man den gesucht hat, ist mir tatsächlich nicht einmal ist nicht präsent? Ich nicht in also Aber ich finde es geil, dass es eben genau so einen dass es schlussendlich noch eine Verbindung hat zu The Cure für die Show Ich, ich habe das dann so gelesen und hab gedacht, jetzt, jetzt zeigt er die moderne Zeit, oder? Ja. <laughs> Heute sind die Männer auch sensibel. Jetzt muss ich dir noch schnell sagen, wie ich Eurovision Song Contest schaue. Also, ich schaue mir immer im Vorfeld alle Songs so husch-husch online durch. Mhm. Und nachher schaue ich nicht die ganze Show, sondern ich spule zu den Ländern an, <laughs> die mich dann interessieren. <laughs> und am Schluss schaue ich den Zusammenschnitt von allen. Künstler, der so Schnelldurchlauf. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, und jetzt müssen wir mal ansprechen also war nicht so nett gewesen, der Ausschnitt, den man von dir gezeigt hat. Also habe ich gefunden, man hätte kaum singen gehört. Ist dir das äh, bewusst? Hast du das gesehen? Ich habe den Ausschnitt von dir habe ich gefunden. Hey, hallo, wer ist denn da in der Produktion? <laughs> es war kein <gekommen>? guter Ausschnitt. Nein? Man hätte fast nicht singen gehört. Also es hat sicher bessere Ausschnitte gegeben. Das ist dir dem gar nicht bewusst, so wie du das jetzt reagierst. Ich habe eine Frage, ob du dich gern hast? Ja, weil persönlich etwas super relevant. Eben, Ausschnitt. ich habe das sehr, sehr relevant sie, gefunden. Das ist vergessen die Leute. Und habe dann gefunden, wenn ich jetzt nur die Ausschnitte geschaut hätte, hätte mhm. ich jetzt auch nicht gefunden. Wow, der Marius, oder? Ja, 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 ja. Oh mein ja. Gott! Jetzt, jetzt tue ich dich noch auf etwas aufholen. Jetzt muss ich noch wieder gut bei Nein, du. <laughs> hey, Nochmal. So jetzt kommen wir noch auf deine Musik. Also du hast insgesamt bis jetzt drei Alben usengeh und zwar ziemlich schnell nacheinander. Im 18i ist eine im 19 Not Loud Enough und im 22 geht Boys Do Cry und jetzt hast du eine neue Single, die rauskommt, oder? Wo du mir da tust zeigen, ist Ende September usenkommt und die heisst Waiting for Love. Hast du sie mir mal einspielen? Yes. I'm waiting, waiting Da haben wir ja wunderbar Walzer dazu. Da kannst so du auch jeden Walzer tanzen. Das ist ein genau. Weihnachtssong. Es ist ein geiles, hat ein wenig Weihnachtsvibes. Hey, ich glaube fest daran, dass, 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 dass die Welt wieder besser wird. Jetzt. Und ich glaube, darum muss man den Leuten auch schöne, warme Musik bringen. Jetzt. Und jetzt, wo man dann alle früher im Winter mit Gas- und Stromknappheit. Oh. Ist das der perfekte Song, um mit der Frau oder mit Kusschen. dem Freund unter, unter der Decke zu sitzen und ein Glühwein zu trinken? Was hast du für eine Heizung die wenn wir gerade beim Thema sind? Hey, ich habe ha, gar kein Zuhause. Das ist schon mal gut. <laughs> bin <ich einfach> mal <laughs> okay, bist du im Moment bei den Eltern? Äh, nein, auch nicht. Ich habe einfach mein Zeug ist alles, äh, bei meiner Freundin zu mhm. und äh, Ich schlafe ja schlafen dort, aber meistens bin ich so Dan ben ik altijd immer on the road. En dan in een hotel, eenmaal en dan in de bus, eenmaal überall. overal. Ja. En du sagst, jetzt, ik ben Chris normalerweise Beard. bij de Freundin hierheen en singst Waiting for Love. Hm? <laughs> du, du hast sie hey. ja <laughs> <auch> schon. Maar dat is eben, wenn ich sie dan wieder vermisse. Weißt du, dan ben ik am Flughafen, musst du dir vorstellen, ik kom heen met Aufnahmen en zeg: Waiting for Love. Aber um was geht es konkret? Du bist ja eben, du tust auch Texte? Ja, also den Song habe ich selber geschrieben mit dem Martin zusammen und dem, äh, mit dem Michael Oakes. Das ist ein. Also der, der Martin ist Kanadier und wohnt da in Berlin. Und der Michael Oakes ist aus New York. Und äh, Wir haben doch jetzt ein paar Songs zusammen geschrieben. Und ich lebe mit denen zwei arbeiten. Das sind zwei so alte Pebbles, die sind irgendwie um die 65, 70 herum. Und die haben eben noch diesen -Style, oder style geküsst, auch aus 20er-Jahr-Ding. Die haben noch viel auf dem gearbeitet und fantastische Musiker. Und wir haben Songs Song geschrieben. Und es geht wirklich darum, eben so, eine, so, eine, so eine Wärme in der Quellen zur Welt zu bringen. Und eben Waiting for Love. Und, und, und es soll Leute vereinen. Und, und es soll auch, eben, es hätte Zeitlosigkeit drin. Oder? Das, das ist mir immer zu wichtig. das Wichtigste. Ich möchte Musik machen, wo kein. Ablaufdatum haben. Oder? Mhm. Weil sagen, gehst du immer so schnell verschiedene Trends. Dann ist wieder etwas alt und das ist etwas, das, das kannst du das Jahr rauslassen, das kannst du in zehn Jahren rauslassen. Es wird immer wunderschön sein und wird immer die Leute berühren. Auf dem Cover vo dieser Single hast du ein Herz, das zerbrochen ist und dann wird das so mit einer Sicherheitsnadel zusammen gemacht auf, auf Leder. Ist ein und ist das irgendwie die ESC-Jacke, wo du wieder Zusammenflickst? Das ist meine ESC-Jacke. Wir brauchen ESC Herz, das ich wieder zusammenflick. Oh nein! Genau. Das ist wirklich so. Nein, lustig, es wäre eben auch ein ESC-Song geworden. Vielleicht. Also wir haben ja letztes Jahr im ESC-Songs eingegeben. Oder und da haben wir eigentlich die zwei Boys to Cry und Waiting Verlauf und dann hat sich eben die Jury für Boys to Cry entschieden. Ach so ist das. Ist jetzt das ja. die Nummer zwei. Und jetzt ist das meine Nummer zwei. und dann gedacht, hey. Lass sie noch raus. Lör sie raus. Das ist wichtig. Ja. Und der Song zeigst du ja noch im Fernsehen, beim Benny gell? Beim Benny tun, ja. Nicht. Nicht der. Nicht der. Also dem mal, wählen. I wanna dance with somebody. Ich mache ein Cover ah, von The Whitney ja. Houston. Morgen beim Benny. Ah, da zeigst du. Da habe ich dich das erste Mal im Fernsehen gesehen. Auf RTL warst gesehen, schon, oder? Genau. Kann «See Your Voice». Ja. Im 20. Stimmt das? Irgendwann war das das, -si, ja. oder? Schon wieder? Ja. ja schon wieder. <laughs> ja. 20. ist es, -si, ja. So ist man eigentlich auf dich aufmerksam, geworden, oder? Ja. So kommt man immer. So. Das war wieder so ein nächster Schritt, ja. Dass man... Dass man mehr von mir gehört. Ja. Mm -hmm. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dir, jetzt kommen wir noch ein bisschen auf andere Musik, also auf Videoclips. Oder? Also meine Kindheit und Jugend war in den 80er und in den 90er Jahren. Gewesen. Und da hat alles gesponnen auf Videoclips. Also da haben alle Viva, MTV geschaut. Mm -hmm. Und es war sehr wichtig, ein Musikclip. Also du hast ja eigentlich verbunden mit der Musik selber. Also ich weiss heute noch, welchen Song, welchen Clip hat. Und heute ist das irgendwie anders. Das ist nicht mehr so. Es wird nicht zu jedem Song ein Musikvideo gemacht. Aber bei dir ist mir zum Beispiel aufgefallen, Evergreen. Dieser Song das ist so ein Happy-Mood-Song, oder? Ja. Ein mega lustiger Videoclip. Ja. Also, wie viel, ab wann machst du einen Videoclip zu einem Song? Heute noch? Wie das kostet ja. Hey, ich wollte sagen. Wenn du wüsstest, Geld. Was kostet das? kostet das? Das kostet 10.000, 15.000 Stück. Und wenn ich jetzt jedes Mal das Cash dazu hätte, würde ich es jedes Mal machen. Aber es lange leider nicht. <laughs> so ehrlich. Und dann nimmst du nimmst einfach deine, findst, so das sind jetzt die Besten, da könnte man etwas. Hey, ja. Und dann lädt man einen Song aus und dann schaut man mal, wenn er performt. Oder wenn er sagt, okay, hey, dieser Song. der berührt die Leute speziell. Kommt dann uns ein Musikvideo daraus machen? Und die Idee kommen von dir? Auch. Also zum Beispiel beim Evergreen hast du deinen Kopf auf andere Körper aufgebaut. Evergreen, das war eine Idee von mir und dem Pat. Der Pat hat dieses Musikvideo gedreht. Der Pat Burgen ist ein guter Kollege von mir. Der ist auch Musiker und Snowboarder und er hat das Video wir haben das jetzt das zweite im Alleingang haben wir das, äh, haben wir das gemacht und das ist äh, super viel Spaß ja. das glaube ich jetzt kommen wir aber von der Musik noch auf dein Leben auf den Ablauf was du schon alles so erlebt hast also, du hast schon öppe dir erzählt dass du deine ersten Jahr als Kind in Australien verbracht hast und dort gelebt hast was hat denn dich auf Australien vorschlagen? Erzähl mal. Hey, mein Vater ist äh, ausgewandert, als er 18 war. Er mhm. hat, äh, also, ja, hat dort gewohnt. Fast zehn Jahre war er dort. Gewesen. Und, ähm, und hat dann auch meine Mutter dort kennengelernt. Und dann sind sie immer wieder mal zurück in die Schweiz. Und dann äh, bin ich noch aus dem Kindergarten raus und habe dann auch noch in Australien gelebt und in der ersten Klasse bin ich dann wieder in die Schweiz gekommen. Aber da heißt bist du eigentlich zweisprachig aufgewachsen? Ja, so gemischt ein bisschen. Ja. Darum genau. das so gut. Genau. Darum habe ich keinen strange äh, Akzent Ach, drauf. So genau. Ist das? Ja. Und dann bist groß im Appenzell Innerrhoden und jetzt haben du deine Eltern Baumaschinenfirma. Und eigentlich wäre ja das Ziel gewesen, dass der Marius mehr macht, hast du ja dann auch gemacht genau. und dass dann nachher mal die Firma übernimmst. Und jetzt bist du etwas komplett anders, ein Musiker. Oder ist das eine Sicherheit, dass vielleicht später gleich einmal noch steht in dein älteren Betrieb? Ja, ich, ich, ja, ich denke, das ist eine Sicherheit. Aha. Aber schlussendlich, ähm, ich bin an so einem Punkt, wo in der Familie also mein Dad hat gesundheitliche Probleme und jetzt müssen wir die Firma aufteilen in im Brüder und, und äh, das ist jetzt ein ganz langer Prozess g'si, im letzten halben Jahr und äh, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht okay jetzt gehst du in die Bude aber das ist eine Firma mit über 60 Angestellten und dann musst du es 100 machen und ich hatte jetzt da nicht voll inne oder und nur irgendwie 20 oder 50 in die Firma rein. ich hatte eine Firma die nicht mehr oder ist ja dass sie wächst und dass sie gut läuft und so aber mit 50 Irgendetwas zu machen bringt auch nichts. Oder? Und ich musste dann sagen, schlussendlich, ich mein liebe mein Leben, das ich habe. Ich liebe das Leben, das ich habe. Und nicht, weil ich viel verdiene, sondern weil ich einfach. Ich habe in so viele verschiedene Welten immer Dann habe ich mal eine Privatshow für eine grosse Bank. Und dann habe ich wieder einen Hund verloren, im Hinterturg auch. Und dann bin ich wieder mal zwei Wochen zu Berlin. Ich habe ein wunderschönes Leben und ich treffe so viele verschiedene Menschen. Und Meine, meine Vogelperspektive, Das Leben, wird zo so snel veel grösser. indem mhm. ik alles, of het Gefühl heb, ik verstand immer meer en meer en meer, dan kan ik me wirklich keinen Job geven. En daarom lebe ik mijn Job. Maar du hast jetzt gesagt, de Brüder übernimmt jetzt dort ein bisschen En du tust einfach unterstützen, wie du kannst. Wat bij gut goed is, da dat ich immer viele Leute ken. Ik heb gewisses Netzwerk, das man kann, wieder mal. Mhm. Ein bisschen so das ist wichtig. Ja. Aber ich meine, die Ausbildung ist natürlich, kann man sagen, Gold wert, weil gute Handwerker sind gesucht in der heutigen Zeit, ist das so, Ganz oder? klar. Nein, und vor allem, ich, ich schätze Handwerker sehr. Zuerst mal, weil ich selber einer bin und zweitens, weil ich einfach merke, er hat einen gewissen Drive dahinter. Also eben auch, wenn es nur darum geht, ich sehe mal den Unterschied, wenn es darum geht, einen Bus ausladen bei uns. Mhm. Der Oma, das ist mein Drama, das ist der einzige Handwerker, und die anderen sind alles studierte Musiker. Und dann merke ich schon, jemand packt etwas ein bisschen anders an und <laughs> hat einfach ein bisschen mehr Puppe für stopp mal. Haha, <laughs> <laughs> jetzt wissen wir was. Und eigentlich hat man ja deine Stimme im Militär entdeckt, gell? Die Geschichte haben wir auch schon gehört. In der RS hast du einmal Kommandos gegeben. und dann haben alle gefunden, legt der andere hat voll coole Stimme und so. Und du bist ja auch noch gerne ins Militär. Was war denn so schön am Militär? Erzähl mal. Hey, mir das Militär eben, ich, ich glaube, da, da geht wieder von meinem Grundcharakter aus, weil ich einfach. Ich liebe Menschen. Und. Ähm, das Militär ist für mich die grösste Sozialvereinigung, die wir in der Schweiz haben. Weil, es, weil es, tut, es. Es passiert eben da, was jetzt in der Welt nicht passiert. Es passiert, dass man Verständnis hat fürs Gegenüber. Du musst dir vorstellen, du kommst. Und am Hinterstand Appenzell mit einem gewissen Einstellung Militär. Und dann hast du um die herumsländer, Porsche, hast du irgendeinen Hipster, een Vogue People, das ist alles. Und die kommen alle zusammen, wenn sich gleich anlegen. Und die Vorurteile schwinden dann langsam von sich hin. Und du merkst, das hm, ist gleich noch ein nice Dude. Oder, ah, von diesem Poor kann ich gleich noch etwas lernen. ist nicht so schlimm, wie ich denke. Oder wie, wie meine Mini-Community, in der ich mich bewegt, diese die Meinung treibt von dem, yeah. oder? <laughs> und äh, darum eben, es die Leute verbinden, es, 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 es nimmt die Leute aus ihrer gewohnten Umgebung heraus. Aber heute kann man so, du kannst nachher in Zürich mit deinen Kolleginnen an der Goldküste Eiscreme verkäufen und abelo was die nervt und wie schlimm das ist und das ist und das ist. Ähm, aber schlussendlich einmal dütig sein und einmal kommuniziert mhm. mit jemandem, dass du die Welt dass ein Verständnis entsteht fürs gegenüber, hat man dann eben meistens nicht. Mhm. Es werden immer nur meine gebildet, sondern es wird keine Kommunikation. Und ich finde, das macht das Militär sehr gut, indem das alle gleich angeklagt werden und sie müssen zusammen schlafen sind immer morgen am Uhr Ufstoß und es wird eins es wird eins es verbindet die Schweiz und es, und es ist etwas schön also es ist eine militärische Lebensschule oder also es da, ist eine, eine Lebensschule für Männer für Frauen finde eh? ja total ja 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 und vor allem eben weil man es, es, es entsteht Verständnis fürs Gegenüber und das mhm. ist das wichtig das ist da wo wir auf der ganzen Welt brauchen das ist Verständnis fürs andere Mm -hmm. oder? Und du hast ja dann also zum Wa der Wachtmeister bist gesei, oder? Also wo bist denn du stationiert gesei? Vor Ort ist das? Hey, total. <lacht> 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 ja, weisch ja nimmer. Also bei mir isch ey lustig gsi. Weisch, ich und dann bin is Militär und ich so, äh, ja, ich weis gar nöd, was Militär schiesst, ja. Und de Militärte gsi, nadsch mal gfalle, nadsch mal super gfalle und hani gemacht. Und ich ha den, ja, was bin ich gsi? Flugwachsoldat, chloten so. Okay. Um, ich also, war nicht zu streng. Also, ich bin jetzt yeah. kein Panzergrün oder so, ich, das ist schon etwas anderes. <laughs> aber ähm, es war eine schöne, schöne Zeit. G'si. Und da, genau da, dass ich mal ich nie, etwas, ich nie Musik in meinem Umfeld war. Ich hatte nie etwas mit Musik im Haus an. Bei mir war immer mein Vater Fußballtrainer und guter Fußballer. Du musst Fußball oder schwingen etc. Aber dann habe ich Musiker getroffen und ich dachte «Oh, das ist etwas, das mich berührt.» «Das ist eine Welt, die mhm. ich will sehen will. Das ist eine Welt, die ich hineinkomme.» wir, wir zum, zum Beispiel im letzten WC war es gerade einer, gewesen, das ist auch eine ganz spannende Story, da habe ich einen getroffen, der hat im WC angefangen zu tätowieren und jetzt hat er ein Tattoo-Studio. Okay. Er hat im WC einfach, die Wochenende, sie Wochenende während Corona nicht nach Hause, dürfen. und dann mussten äh, sie etwas machen und dann der eine hat den, eine Maschine und dann hat er gesagt, ja, kann ich mal probieren. Und er hat es probiert und jetzt ist er tätowiert worden. Aber er wäre nie mit Tätowierung mhm. ähm, in Berührung gekommen, wenn er in seinem Umfeld. Oder? Das heisst, es besteht noch Kontakt, dass du das weißt, was aus den anderen geworden ist? Ja, <laughs> muss immer noch machen. Ja. Du wirst ja nächstes Jahr 30. Also jetzt noch einmal, oder? Ich heb nog veel tijd. Het probleem is, ik ben dan ook... zo aan het kijken. Ik heb dan we weg gaan, houd ik concerttour en dan, dan kan ik het niet echt doen. Dan, dan, dan moet je het je dan het maken. Nein, het ik het weer een fluitje maken. Nee, niet habe Ik heb nog veel tijd. Dat is het probleem. Ik kan het niet. Aha, zo. Maar wie gaat het nog maken? En dan okay. moet ik het weer ergens anders maken. Ja, jetzt kommen ja. wir aber nochmal auf die Musik von deiner Lebensgeschichte also im 16. bist ja du als Strassenmusiker unterwegs und jetzt habe ich das im Fall schon von vielen Musiker gehört dass sie mhm. auf die Straße gegangen sind zu üben was lernt man denn als Strassenmusiker? hey für mich war es einfach gsi ich habe die Stimme entdeckt mhm. in der ersten alle haben gesagt in der RS, oder? Mhm. Und gesagt, hey mach etwas du und dann bin ich, habe ich ich habe ja, begeistert gespielt. Und dann bin ich am um Wochenende einmal mit mal ich Militärhemmeln <laughs>, gratis zurückgefahren. bin ich auf Freiburg hat okay, und jetzt gehst du so weit weg wie möglich, dass die ja nie mehr sieht. <laughs> deinen Kollegen oder deinen Kollegen vom Kollegen. Und dann ich, gehst schon auf Freiburg, dort schreit es noch Französisch. Dort ha, hat hast sich du sich Ja, Medium. Ja. So schulmässig? Ja, ja. Mm -hmm. Ein bisschen, bis, aber ja. ja. Mm -hmm. um, und dann bin ich auf Freiburg. Und hab dann habe ich angefangen, also hab angefangen Gitarre zu spielen. Und, und dann gespielt, gespielt, gespielt. Und ich sage, so, okay, jetzt muss ich singen. Ich kam nichts raus, nochmal nichts raus. Und dann ich, bin ich nach einer halben Stunde Gitarre spielen. habe ich mit zwei Stutzen in den Koffer drin, ich, «Fuck, Ich jetzt muss ich singen. Das <laughs> die Leute nicht. Oder? Und dann bin ich in ein Restaurant, habe doppelt den Whisky hinterher bin wieder raus weitergemacht immer noch einfach so mal alleine, dann habe ich noch zwei Whiskys, dann habe ich angefangen zu singen, und dann ist eine Stunde gegangen und ich habe irgendwie 60 Stutz verdient. Ja. Und ich dachte, hey, hure geil, weil es hat mich wie die Überwindung kostet, zu machen und dann habe ich acht Monate von Strassenmusik. gelebt und es ist einfach, es ist einfach auch ein schönes Leben Strassenmusiker. jeden Tag passiert etwas Neues, du triffst jeden Tag. Neue Leute. Ja, zum Teil bin ich fast zwei Wochen nicht heimgegangen, weil ich. Ich sagen mal, jetzt Luzern gespielt habe, und dann kommt jemand, hey, wir heiraten morgen, kommst, kommst äh, an die Hochzeit? Okay, ich brauche 300 Stützen um das Sofa und dann bin ich dabei. Und dann bist du äh, dort und dann hast du irgendwie eine Homeparty von jemandem gesehen, hast du dort auf dem Sofa gepennt, hast du wieder jemanden kennengelernt. Also, ich bin ich zwei Wochen nicht heim, Einfach von mhm. Sofa zu Sofa. Und da kommen wir auch wieder zurück. Du tauchst in all die verschiedenen Welten hinein, von den verschiedenen Menschen. Oder? Und, und, das ist, und das hat mich so gepackt. Das ist der Grund, dass ich Musik mache. Weil ich auch zu allem habe. Aber, aber, <laughs> aber, aber, aber das mit dem Whisky hast du nicht beibehalten, dass das von jedem auftritt. Nein, 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 ich nein, hat nein, nicht. Selbst das schon kommt noch nicht noch. Wie könntest du dir das mal wieder vorstellen? Weißt du, jetzt, jetzt kennt man dich, dass du mal wieder irgendwo auf die Straße gehst und einfach mal austesten, wie die Leute reagieren würden. Das machen ja noch viele bekannte Künstler, auch, plötzlich Stimmt. auf die Straße. Jetzt der, der mit hat der Derme Kennedy gesagt, hat auch wieder äh, äh, Strassenmusik durch Paris gemacht. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber das Problem ist eben, in der Schweiz. Ähm, kann man nicht verstärkt Straßenmusik machen. Okay. Das heisst, in, in der Schweiz ja. musst du richtig im Zug herumschreien, theoretisch. Mhm. Und Musik ist dann eben nicht so schön. Meine meisten Songs sind sehr geschrieben, dass sie Feinde sind, oder? Und wenn ich früher Strassenmusik machte, dann ist es einfach bretsch, bretsch und räh, oder? Mhm. Und dann warst du laut. Lautstärke, war wirklich das Ding. Gewesen. Und ähm, Also ich würde schon Strassenmusik machen, aber dann müssen man sich verstärken können. Und mhm. in der Schweiz sind's eben das auch, aber da kannst du immer Busse überall <laughs> Okay, aber eigentlich so wirklich entdeckt hätte ich ja einen Chef von einem Radiosender auf der Straße, gell? Also wenn der nicht gewesen wäre, wäre vielleicht alles anders aus. Das auch. ist der Rogerine gsi, in Luzern ja. habe ich Und dank ihm so, ja. ist das so der erste Schritt gewesen, also, dass dich der Radio entdeckt sozusagen und zu einem Produzenten Gott ja, wie ich da immer Covers gemacht Ich habe schon ein paar Songs geschrieben, aber so Mundart-Songs. Ich habe dann. Ich ein nicht etwas zu gemacht. Der hat mich gesehen und hat mich dann ins Studio genommen und gesagt: Komm, wir nehmen da ein paar Covers auf und schicken mir da den Hitmail. Und dann haben sie das umgeschickt. Und dann habe ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen für Mundart-Musik. Und dann habe ich eine mundart ep gemacht. Aber dann hat's hat es mir irgendwie nicht gepasst. Ich dachte mir, komm, jetzt will ich Englisch für etwas, bin ich halb Australien, Magda. Und von dem an, Musik ist, ist jetzt, es ist eine sehr schwierige Marke, um davon zu leben. Mhm. Ähm, und dann hat es die Möglichkeit gegeben, äh, ich habe mit und Black gespielt und dann habe ich einen Regisseur kennengelernt und der hat mich eingeladen auf New York. Und dann habe ich ein halbes Jahr in New York gelebt bei ihm auf Kost und, und dann bist du wieder in eine neue Welt und dann habe ich mich so ein bisschen verpisst von dem Ganzen. Wieder. Okay. Also ich habe mich dann dort rausgekauft und bin auf New York gereist. Okay, okay. Und im 2017, also es ist ja nicht so, dass du nie etwas gelernt hast im Zusammenhang mit der Musik. Also du bist ja noch auf London, eben, hast du vorher erwähnt, ein Jahr bestätigt du dort und hast studiert und zwar nennt sich das wo habe ich es jetzt notiert? Music, Music Production. Also, das heisst, genau. du kannst heute alles von A bis Z. Ich was könnte rund alles um die aufnehmen. Musik genau. um. Das heisst, du könntest auch mal Musikproduzent werden, Songwriter und Produzent für die Zukunft. Oder ich wenn, wenn so keine Lust mehr. Podcasts man... produzieren. Eben, ich <laughs> <du> mal bewerben. <lacht> 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 Nein, aber das heisst, wahrscheinlich ist das deine Zukunft, wenn du keine Lust mehr hast zum Auftreten, oder? Ja, es ist etwas, was ich. Eben, ich meine, ich mache jetzt bei meiner Musik, ich mach meistens Demos. Das sind so kleine Sachen, einfach so das ein Grundgerüst vom ich, Aber dann nachher alles andere überlohne ich dann schon die Pros. Aha, aha. Das ist dann schon, äh, weil es ist so viele Aufgaben als Musiker du musst noch Influencer dort und Social Media dort und du musst noch jedes Instrument können und produzieren. Und Videos machen und und äh, schlussendlich fokussiere ich mich eigentlich hauptsächlich auf die Musik, nicht unbedingt aufs Produzieren. Aber es ist ein Teil von dem, eben, wenn ich jetzt ein Album mache, dann tun ich ehrlich, die neuen Tracks, die ich selbst vorproduziere selber, dass es das wirklich mhm. aus meiner Handschrift kommt, und dann wird es nachher noch an einen Aha. guten Produzenten. Und, und, und du denkst es so in einem Jahr, wie äh, uh, viele Songs schreibst du? Hast du mal... Wo hast du ich liebe Ich liebe ja Ich schreibe durchschnittlich Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich es ist sehr wichtig mit, mit, mit offenen Augen dich. Leben zu gehen und sich von zu ein bisschen inspirieren lassen, weißt? Ja, egal was man sieht, man muss auch een einen Song über ein Maikevli schrijven. Dat is so. En verpacken, dass es um eine Frau geht. Oder du. Also, eben, schlussendlich, man kan, kan een Song über das Glas honing hier schrijven. Oder die paar Zellen, die man hier mitgebracht hast. Ja, dan komt nog! noch! <laughs> je <laughs> <laughs> <Yeah. lacht> Also, eigentlich ist es so Songwriting, äh, Mega! Also, also ich brauche es sehr als. als Weißt du, wenn ich mal wenn ich Probleme habe oder auch für andere... Ich schreibe auch viele Songs für andere. Schreiben. Mm -hmm. Und ich habe ein bisschen eine Psychologen-Aufgabe. Also du musst dir vorstellen, du bist einfach den drei, drei Leute, die in einem um sind und du hast einen Künstler. Sagen wir, du bist Künstlerin und ich habe eine Gitarre in der Hand und ich sage dir so, jetzt dich aus und erzähl mir, was in dir Augen erzähl, was sie berührt. Und über wann möchtest du den Song schreiben? Oder? Und dann fängst du, an. Eben, du musst sehr vertrauen, du musst mega offen sein und dann, dann schwätzest du darüber und gehst in die Tiefe und dort irgendwo entsteht dann ein Song. Mhm. Auf der einen Seite eben, ist es für mich auch. Wenn ich persönlich. Oder das ist jetzt etwas, wenn ich für jemand anderes einen Song schreibe. Aber wenn ich einen Song für mich schreibe mit anderen Songwritern zusammen und ich habe etwas, was mich zu belastet, Schreibe ich das in den Song rein und dann tue ich den Song auf die Seite, und dann belastet mich das Problem wie nicht mehr. Aha, das ist schon. verarbeitet. dir vorstellen, das ist wie verarbeitet, Verarbeitung, mm -hmm, mm -hmm. dann ist es weg, mm -hmm. dann ist es in dem Päckchen. Aber wenn ich dann den Song wieder live spiele, dann packe ich es aus in dem Moment. Und dann ist es wie emotional. Verstehst du, dann, ist wie, dann packe ich es wieder aus und es ist noch frisch. Also, das heisst, alle deine Songs haben alles verschiedene Päckchen, die emotional berühren. und mm -hmm. wenn ich die singe, dann bin ich wie zurück in dem Moment uh -huh. und dann noch, wenn der Song fertig ist, packe ich Speckle wieder zu und das auf Zeit haben. Ah, interessant. Also ja. wenn wir dich wo kennen, alle Songs touren Genau. <laughs> du hast vorher, das ist mir noch aufgefallen, du hast gesagt, und dann muss man noch das Social Media zeug machen Ach. und so. Also, ist das ein Müssen, oder ja, Man muss fast mitmachen, oder? Sonst Ey, ist man weg vom Fenster. Egal, ich würde alles sagen, du kannst nicht eine Jobbezeichnung, wenn du Musiker schweden willst. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin Musiker, aber ich bin nicht Influencer. Aber mhm. du kannst Influencer sein, ein bisschen Musik machen und vielleicht noch ein Buch schreiben, vielleicht noch mhm. Podcast machen, vielleicht noch das oder, das oder das. Aber du kannst nicht ein Musiker sein. Ohne Influencer, weil das funktioniert. Da kommt niemand nicht. mit über. Weil du bist deine eigene Be Werbeplattform. Oder? Und wenn man sich eigentlich sehr auf die Musik möchte. Fokussieren möchte. habe hat schon sehr viel Energie braucht mhm. um, dann, äh, dann ist es noch tricky. Und vor allem, je mehr, es gibt immer mehr Plattformen, man muss immer mehr liefern. Ich meine, wenn man es nur theoretisch möchte, ist Minimum Twitter, Instagram. TikTok und dann hast du die Reels, dann hast du Story, hast viele Posts, dann auf YouTube solltest du konstant etwas liefern. Äh, dann gibt es noch Sachen wie äh, Twitch oder Twitch, wo du vielleicht noch Livestreams könntest machen könntest. Oder, äh, aber machst du das selber oder hast du jemanden angestellt für das? Das ist eben zur Zeit, die meisten Musiker machen selbst. selber. Oder? Aber es ist etwas, was wow. wo du bei allen ja. merkst, es geht auf die Psyche. Es, es geht wirklich. Es, es, es fickt dich. Also, mir ist es auch zu viel. Also, ich bin ja schon ein älter und habe irgendwie mhm. das Gefühl, dass ich zu dem Alter aus bin. Aber irgendwie muss halt, aber ich bin nicht so fließig. Also, mir sagen alle, mach mal mehr. Aber irgendwie, ja, ich lebe im richtigen Leben. <laughs> Das Problem ist, eben, du hast dann noch ein Team um die das sagt, weißt du, Ideen. Ideen ja. hat ja jeder. Jeder mhm. hat Ideen und, geil und super, super, da, da, da. Aber das Problem ist meistens die Umsetzung. Weil die Umsetzung kann nur von dir kommen. Mhm. Weißt Weil die Umsetzung muss persönlich sein. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt äh, jemanden darstellen, wenn ich jetzt einen Typen abstellen und sage, hey, komm, mach mir Social Media. Und vom Künstler willst du Persönlichkeit, du möchtest Nähe, du willst mich kennenlernen dann muss es auch von mir kommen. wenn es jemand macht, dann merkst du es sofort. Also ich möchte du auch nicht, dass es jemand anderes für mich liken geht. Bei irgendwelchen, ja da gibt es ja solche, die stellen so Leute an, oder? Und dann, ich schon noch dahinter stehen. <laughs> du musst es endlich sehr nachfühlen. Also ich, ich bin jetzt dran, zu um jemandem zu arbeiten, wo ich einfach kann, ich Blindweg vertraue. Aber das ist eigentlich wie denn dein, das ist fast ein Partner. Also ja. weißt, das ist fast, da muss mm. ganz Neues bei dir sein, weil du musst die ganze Zeit mit dem abhängen. immer da ein Die können auch deine Nachrichten lesen. Das ist mir <laughs> gleich, das ist mir gleich. Das, das spielt mir keine Rolle. <laughs> das ist total gleich. Ich war einmal gesagt, ja, wir tun etwa so drei Stunden immer schwätzen und sind schon lange <laughs> überzogen. Das ist ja. eben spannend, oder? Ja, ja, ja. Du Noch etwas so schnell zum Abschluss. Also wenn ich jetzt das so zusammenfasse, also 2019 hast du ja noch den Swiss Music Award gewonnen. Und wenn man jetzt das jetzt so zusammenfasst, dann hast du im 2014 angefangen, hast gesagt, so, und jetzt setze ich auf die Musik. Und dann im 2019 hast du dann die Auszeichnung bekommen. Das sind ganze fünf Jahre, mhm. bis man dich dann wirklich wahrgenommen hat. Nein, ist jetzt das lang? angefangen. Auf jeden Fall ist es ein paar Jahre, ja, ja. Gegangen, ein paar Jahre bis man fängt an, ja, ja. Geht es geht ein paar Jahre. ist, es, ist, es, da ist, es, ist es so. das ein schneller oder ein langsamer Weg? Gewesen? Hey, ich glaube, es war ein, ein Weg, was es haben muss. wenn mhm. du... Weil ich mache einen gewissen Musikstil, den ich, ich das bis alt machen Ich will das machen, bis ich 70 bin. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, aber wenn du jetzt privat <laughs> irgendwo bist, musst du nicht immer eins singen. Also, weißt du, denkst du mir immer noch, hältst du alle in Ruhe? Nein, das ist lustig, das ist so eine Phase, dann machen das die Leute. Aber jetzt bin ich an einem Punkt gekommen, wo sie sich nicht mehr wagen, um das zu sagen. Okay, du bist <laughs> übersungen. Nein, einfach, nein, wo sie einfach so, wie sagt man, ich finde blöd, einen gewissen Respekt was haben. Ja, okay. was ich meine? ja, brauchst du ja auch mal Ruhe, kannst du ja nicht die ganze Zeit. Ja, muss einfach einen gewissen Respekt haben, um zu sagen, okay. Da ich jetzt nicht, um eine Frage. Ich frage mich manchmal auch also bei den Musikern. Weißt du, die, die wirklich Hits haben, oder? Die jahrelang, die man einfach kennt, oder? Und dann müssen sie noch als alte Männer oder alte Frauen müssen noch mal den Hit bringen, den sie schon tausendmal gesungen haben. Hast weißt du? Sehr Also, ja, also Gibt es bei dir ein Lied, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt nicht rum. <laughs> Habe ich schon gehört. Habe ich glaube, schon zum Hals aus. Ich glaube, ein guter Musiker nimmt die diese Songs und die konstant immer wieder verändern. Du siehst vor und Stefan Eicher oder so. Der spielt ja meistens noch die gleichen Songs. Aber jedes Mal, wenn der auf die Tour geht, dann hat es wieder anders gepackt. Ja, ein bisschen improvisieren, ein bisschen anders. Ja, und es ist ja, weißt du, und ein Song ist ein lebender Organismus. Mhm. Weißt du, ich meine, es, ist nicht, es ist nicht, wo, wo nie. Also es ist nicht wie ein wie eine Bibelvers, mhm. wo so angeschrieben ist und so, wie es 200 Jahre haben. Sondern ein Song, der kann de kan mal van een vrouw, van een man gesungen worden. Hij kan in Techno gaan. Hij kan pop zijn, Der kan... sich de kan zich... En hij kan beter worden, je begrijpt het. Hij kan immer beter, beter, beter worden. En misschien kan je hem ook opnemen. in een ander stil. Also es wird nicht langweilig, es nicht langweilig. Genau, es lebt. Es ist ja eigentlich ein Kompliment, wenn man etwas bis, bis ins höhere Alter singen oder? Das ist mir auch aufgefallen bei dir am ESC. Also hast du äh, im Halbfinale du den Song ein bisschen anders performt als im Finale, habe ich schon gemerkt. Ja, ja. Ich gemerkt. Ja, auch da, eben, weil, weil einfach man einfach bis zum letzten Moment man den Fokus zu behalten und einfach von ja, zu gehen. Ja. Wir kommen jetzt noch zur Numerologie. Da müssen wir jetzt schon noch in oh ja. Krieg kriegen. Also wir haben dich analysiert. Das heisst, unsere Numerologin Tina, der Coach, heißt sie. Du hast Geburtstag am 21.04.1993. Bis bist 29, wirst 30. Und deine Lebenszahl, Sigi, 29 und 11. Ich sehe, du möchtest schon etwas sagen dazu sagen. Nein, wegen meinem Geburtstag. Jetzt ist Queen gestorben, die hat auch meinen 20. Geburtstag. Ist dir da, da das, das noch nachgegangen Ja, das ist mir. Oh, Queen, Queen Queen ist mir sehr ja. ja weiss auch nicht, die hat einfach irgendwie... Ja, man ist sich einfach... Auch, auch wenn man nicht Engländer ist, weiß ich so... Ach. Ja, oh das nein, stimmt. Wir die keine Zeit seit wir klein waren. Sie war einfach immer da, aber gleich wenn du 96 werden kannst, weißt wie Und Jahre immer gut zu gsi eigentlich, Voll, oder? und immer gute Entscheidungen getroffen. Und mm -hmm. sie war so ein starke Ding. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein Engländer wäre, würde ich mich mega verloren fühlen ohne Queen. Jetzt muss hören. Jetzt müssen wir also, weitermachen in der we Numerologie. Wir, <laughs> ja, wir schweifen hier ab <laughs> zu der Queen. Also, unsere Numerologin sagt, du wirst mit 34 erwachsen. Das wäre das wär dann im <laughs> 2027. Also, das ist keine Beleidigung, weil ich wir machen das bei allen Leuten. <laughs> Nein, jetzt musst die achten, was im 27 echt noch kommt. Dann gibt es Prominente, die die gleiche Zahlenkombi wie du. Das ist zum Ersten der Orlando Bloom und zum Zweiten der Antonio Vivaldi. Er hat also auch mit Musik der Vivanti, zu tun. Der, der Komponist, du? Ja, genau. <laughs> er öppis mit ihm gemeinsam. Und unsere Numerologin sagt, du hast einen unglaublichen Energiehaushalt. Stimmt das? «Ein unglaublicher Energiehaushalt.» ja also ich merke ich auch ehrlich, jetzt, du kannst nicht ruhig sitzen.» gell? «Ich habe eigentlich...» «Ja, aber das ist ein Stuhl.» «Ein grosser halt Arsch uns. für diesen Stuhl.» <laughs> «Nein, ähm...» «Ein unglaublicher Energiehaushalt, ja, das habe ich.» ähm, «Ich bin...» «Ich bin ein Lichts-ADS-Kind.» mhm. «Obwohl auch jetzt nicht so dumm, wenn ich so schwätze «Ja, du gechillt, oder?» und, «Aber, ähm, aber das ist auch, weil ich müde bin. Ich fühl, ja klar, war aber ja, aber, ähm, ja, aber das stimmt, ja. Ich muss einfach, manchmal ist es schwierig, zu sortieren. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Mhm, mhm. Dann geht es weiter. Wegen deiner magischen und lebendigen Ausstrahlung fühlen sich viele Menschen von dir angezogen. Ach, das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Aber fragst du das manchmal so? Hallo, was habe ich jetzt gemacht? Die anderen wie ein Magnet oder so. <laughs> <laughs> nein, es ist, nein, ich weiß schon, dass ich meine meine Ausstrahlung ist eigentlich das Beste, was ich habe. <laughs> es ist, äh, weil es ist, weil Ich bin ich bin ein Mensch, von mit, wo konstant. Ich glaube, das was es ausmacht, ist der konstante Glaube an die Welt, dass einfach gut kommt irgendwie. Also mm -hmm. ich bin bei den lassen irgendetwas irgendöpis und ich weiß, dass es gut kommt. Und schlussendlich kommt es dann auch mal irgendwie gut, weißt. Mm -hmm. Darum ich bin ich sehr ein positiver Mensch, der und jetzt noch zum Letzten, da hat sie noch ein bisschen, also muss nicht negativ sein, kann, aber cool. sie sagt von dir, weil du ständig Neues kreierst, gibt es auch Phasen, wo du dich blockiert fühlst. Also <laughs> das macht dir dann einmal zu schaffen. Also gibt es da die Blockade bei dir? Hey, es ist nicht eine Blockade zum Songschreiben, zu das habe nicht, aber eine Blockade, wo ich eben meinen Energiehaushalt nicht im Griff haben manchmal. Mhm. Also nicht... Äh, gegen guufe, also nicht dass ich irgendwie ausrast oder so überkomme, aber einfach manchmal so in meiner eigene Welt mal gefangen bin, Einfach so ein bisschen. Künstler halt. Ja, ja eben sieben, ja, aber ich bin eigentlich ich bin ja gar kein typischer Künstler, weißt du, ich denk da nicht mehr so bei so oder Handwerken tut. Aber eben schlussendlich eine gewisse Tief ist dann gleich da und, ähm Mhm. Wo man dann immer so dagegen kämpfen muss. Aber eben, ich meine, schlussendlich, das Leben muss ja auf und so Es wird ja langweilig. Es, es, es lebt sich ja in Wellen. Und sonst wäre schon lange eingegangen. Also Sie haben bei dir da noch einen Schlusssatz notiert. Und zwar Fakt bei Marius Bär, Siege einfach es gebe keinen Tag ohne die Nacht. Oh yes, <laughs> oh yes. Gell? So, das wäre so Schlusswort. Jetzt danke ich dir vielmals für das Gespräch. Also, es war interessant. Ich hätte noch länger schwätzen, können, aber irgendwann muss man aufhören. Jetzt habe ich dir noch ein Geschenk von unserem Presenting-Partner. Das ist von der kleinen, aber Fein Abteilung von Lidl mm. Schweiz. Jetzt haben wir hier Honig. Dankeschön. Sänger können das immer brauchen. oder für den immer gut. Dann hätten wir da, hier äh, brennte Mandeln, bio, vegan. Ich, ich liebe Aber das sind jetzt vegane. Issst du alles? Oder? Ich isse alles. Und dann Amaretti gebe ich dir noch. Mm. Und eben, was du vorher schon gesehen hast, was natürlich nicht fehlen, ist der Der, der Jetzt habe ich da mild und kräftig. Wo siehst du mich? Kräftig. Also der milde ist sicher. Ist gut? Gut. gut. Danke vielmals. Alles Gute weiterhin. marius 好的，渣子们，走。